שלום עליכם, אגוד מויד, ויר לרנן וייטר אורחות צדיקים, אין בזונדר ספר מוסר, הויטה שער החמישי, דר פיונפטן תור, שער האהבה, תור די ליבה, אהבה ליבה. אהבה hat sehr viele Handlungen und Taten und Seiten, mehr als alle anderen Charaktereigenschaften. Und wenn ein Mensch liebt schlechte Sachen, das ist das Allerschlimmste und Niedrigste. Und wenn ein Mensch hat lieb das Tova, das Gutes, es ist das Alleroberste und das Allerschönste und das Allerfeinste von alles, was gibt. Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Haolam Shehakol Bedvarei. So wie es steht geschrieben in die Tora, Ve'ohavto es Hashem Elohikecho, und du sollst lieben Hashem, dein Gott. Und es gibt nichts Besseres oder ein Vorteil oder ein Lob zu jemand, der dient der Schöpfer von Liebe. Und nun höre zu, wie die Liebe kann kaputt machen, defekt machen, deine Weisheit, deine Logik, deine Vernunft, wenn die Liebe ist größer als dein Verstand. Weil es gibt verschiedene Liebe. Also der Orchus Tzadikim beginnt mit einer sehr interessanten Einführung. Ahava kann sein das Allerbeste, das Allerschmackhafte, das, wenn es gut ist, das Beste. Und wenn es schlecht ist, die Schlechteste. Und deshalb beginnt er mit sieben negative Ahavot, Liebe, wo der Mensch kann es kaputt machen, sein Leben, wenn er sie nicht richtig in Bilanz habe. Und er beginnt. Die erste Liebe ist, wenn ein Mensch hat lieb stark seine Kinder, und weil er hat so viel Liebe, er erzieht nicht die Kinder, er gibt sie keine Moral, er gibt sie keine Strafe, er versucht sie nicht madrich zu sein, zu lernen, einen guten Weg zu gehen, und er lässt die Kinder so zu gehen, Wie sie wollen. Anstatt die Kinder zu sagen, was zu tun und wie zu tun, es kann ganz schlimm sein. Man sieht, dass David HaMelech hat nicht geschimpft oder erzogen sein Kind auf Shalom und Adoniah ben Hagit und Amnon hat er mit der Erziehung von seinen Kindern vermasselt. Weil wenn du deine eigenen Kinder zu viel verwöhnst und alles gibt, du sollst später nicht kommen und sagen, ui, ich habe ihm alles gegeben, warum ist er gegen mich? Deswegen, weil du warst zu gut. Zu viel Liebe zu den Kindern ist nicht gut. Man muss die Kinder setzen, verlangen, Grenzen, nicht schweigen, fordern, motivieren, regeln, Grenzen setzen, nicht blind sein über die Kinder und sagen, ja, das ist nicht die Schuld von den Kindern, es ist Schuld von der Schule, Schuld von den Freunden, mein Kind, ein Oberzadik von Tel Aviv. Nein, dein Kind, wenn du ihm schützt, er wird sein gegen dir später. Was glaubst du? Du hast ihm gegeben, frech zu sein zu den anderen. Er wird nutzen dieselbe Charaktereigenschaft auch später gegen dir.
weil die Liebe ist blind. Sie verderbt den Kopf. Zweitens, die zweite Liebe ist Liebe zu Mammon, zu Geld. Und weil er hat so eine Lust und Cheshek zu Geld, er wird nicht sein 100% ehrlich in Waage, in Geschäft. Er wird sparsam sein zum Spenden. Er wird geizig sein. Und er wird nicht sein 100%, er wird machen Stick, Trick, Monkey-Business, Fäulestick, mischen in der Milch Wasser, mischen in dem Wein Wasser, legen dem Fisch in Frierfach, in Tiefkühler, soll sein mehr Gewicht. Also, ich brauche euch nicht sagen, wie schwierig ist das, nicht zu fallen in dem Loch von Geldsachen. 100% Joscher, geradlinig zu sein. Es gibt sehr viele geradlinige Menschen, aber wenn der Mensch hat lieb, sehr stark Geld mit übertreiben, wir werden bald sehen, wie kann man es in Gleichgewicht bringen, aber jetzt gibt er 7 negative Sachen vom Liebe. Und die zweite ist Geld. Es kann blenden, er kann sein geizig, er wird streiten mit seiner Familie, mit seinen Freunden. Man macht eine Party, er wird bringen nur Servietten oder Salz, anstatt zu sein großzügig und bringen Hauptspeise. Und die Liebe zu Geld lässt der Mensch immer hartnäckig zu sein und wenig Vertrauen an Menschen. Wenn ein Mensch öffnet sein Herz und er beherrscht sein Geld und nicht das Geld beherrscht ihn, das ist eine gesunde Liebe. Aber momentan redet er von der negativen Liebe zu Geld. Wenn ein Mensch ist workaholic und süchtig nach Vermögen mehr und mehr. 3. Ahava, Ahavat Nashim, Liebe zu Frauen. Wenn er hat zum Beispiel eine schlechte Frau, die hochmutig ist und sie wird ihm immer gegen ihn sagen, du gehst nicht beten, du gehst nicht lernen, bleib bei mir, geh mit mir spazieren. Und weil er hat sie so lieb, sie kann ihn schleppen überall, wo sie will. Anstatt soll er halten, Torah Mitzvot, jetzt möchte ich Kleid kaufen, jetzt mach mit mir Wellness, jetzt geh mit mir in Opera. Es war eine Frau von der Malbim, es war so eine verwöhnte Mädel und sie hat eine Meschugge gemacht, das Leben. Und weil er hat sie so stark lieb, er wird nicht sagen, seine Meinung als Mann, dass er will beten, dass er will lernen, dass er will gehen in die Synagoge. Es gibt Frauen, sie wollen der Mann immer bei sich, du musst bei mir bleiben und ich kann nicht alleine sein. Und sie gibt nicht der Mann sein Space, Gott zu dienen. Ich rede nicht jetzt, wenn er will, mit Freunden gehen oder weltliche Sachen. Da kann man diskutieren und Dialog führen. Aber sie erlaubt ihm nicht, zum Rebbe zu fliegen und solche Sachen. Und weil seine Liebe zu Frauen ist so groß, er wird zu viel gucken und schauen auf Frauen und reden Navlus. Navlus ist miese, unschöne Wörter. Und er wird kommen zu einem nicht erlaubten Geschlechtsverkehr mit den Frauen durch dem großen Liebe. Das heißt so, man sieht bei Melech Shlomo, dass nachdem hat er geheiratet die Tochter von Paro und Gabriel hat gemacht eine Stiefel in Mer, in Romi, steht geschrieben, dass er Ahav Nashim Rabot, er hat geliebt viele Frauen. Und was ist passiert? Sein Malchuton Niflega, sein Königschaft hat sich
verbreitet und geteilt. Also der hat davon viel verloren. Und wenn einer ist in diesem Bereich ohne Grenzen und ohne Klarheit, was er machen soll, kann er kommen zu sehr schlimmen Sachen, insbesondere bei Sachen von Gebet, Torah und Mitzvot, dass er wird Zeit verschwenden, so wie es steht geschrieben in Pirkei Avot. Botel mit Divrei Torah, Vesofo Yoresh Gehenom. Also der verliert die Wörter, die Zeit, Torah zu lernen, und er kommt in dem Gehenom. Also er denkt, er wird kommen in die Liebe, aber es wird ihm bringen eine Hölle. Liebe, 4. Das ist die Liebe zu seinen Verwandten, Freunden, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, andere Freunde. Und weil er hat sie so stark lieb, er wird alles hören, was sie sagen, und mischen auch in ihren Politik, wenn die sind in Gemeinde oder in Staat oder im Parlament. Und er wird bringen zum Nepotism. Er wird einstellen seine Mischproche, sie sollen kriegen ein Amt. Der Bruder, die Schwester, sie ist die Sekretärin, so ist das der Buchhalter, die ganze Mischproche, auch wenn sie dazu nicht geeignet. Wenn die sind geeignet, ist was anderes. Es gibt einen Spruch, nimm nicht einen Mensch zum Arbeit, die du nicht kündigen kannst. Wenn du nimmst jemanden von dem Mischproche und du ihm kündigst, ob es dein Schwager oder dein Schwiegersohn, Schwiegertochter, du kannst sie nicht kündigen, und sie nutzen es aus. Und wenn du sie kündigst, dann gibt es einen Familienkrieg. Deshalb, die Liebe soll nicht zur Familie, soll nicht sein Übertreiben mit Freunden und Familie. Und man sieht etwas sehr interessant. Oh, was für eine Gäste. Shalom Aleichem, Chag Sameach. Baruchim Abayim, wie geht's? Jofi, schön, Shalom Aleichem. Gott sei Dank, Baruch Hashem, Yom Yom. Ich bin jetzt in die Mitte von einer Shiur. Ich mache auf, aber ich komme später zu euch. Aber ihr könnt auch sitzen ein paar Minuten, wenn ihr wollt. Später. Gut, dann trink Kaffee. Genieß. Chag Sameach. Toda Rabba. Also, die vierte Liebe ist die Liebe zu Mischproche, zu Freunde, zu machen die Leute, sie sollen arbeiten in Polizei oder in die Gemeinde oder in Regierung oder in Staat, also Mafia, Nepotism. Und nicht zwingen ein Kind, soll er reinmischen in meine Politik. Wenn der Papa hat Machleukes, Streit mit jemand, und er sieht, sein Kind spricht mit ihm, soll er nicht, was geht, der Kind kann mit ihm Freund sein. Es gibt auch die berühmte Geschichte von Kamza und Bar Kamza. Ich rede nicht jetzt, wenn hat man die Mischproche beleidigt, aber soll man nicht einbinden, die Freunde und die Familie, die Liebe kann bringen einen großen Balagan. Und diese Liebe macht blind und taub, weil sie werden die ganze Gesellschaft kaputt machen. Die fünfte Liebe ist die Liebe zu langes Leben. Und weil er hat so stark Liebe zu leben, er wird nicht stehen in die Versuchung. Also diese fünfte Liebe verstehe ich nicht ganz. Wenn Sie haben eine bessere Erklärung, sag mir. So wie habe ich es verstanden, er wird nicht gehen, nicht können, weil er hat sich so stark liebt, er wird nicht Erfahrungen und Versuchungen von Torah und Mitzvot halten oder von den drei Mitzvot von Yehareg velo Yavor, soll er sterben für sein Leben, weil er hat sein Leben so stark. Aber die fünfte Liebe, weiß ich, also der hat sich sehr stark liebt.
seine eigene Liebe. 6. Ahavat HaKavod. Ein Mensch, der hat lieb Ehre, Respekt, Like, Anerkennung, gute Wörter. Er wird nur tun Sachen, wo er bekommt dazu Kavod. Spende, Kavod. Torah, Kavod. Mitzvot, Kavod. Und auch wenn einer lernt Torah und macht gute Taten. Aber wenn einer jagt und tut, auch in Politik, auch in die Gemeinde, bereit zu helfen. Es gibt Leute, die sind nicht wirklich gut. Aber sie brauchen die Kavod, die Ehre, die Anerkennung. Und die sind süchtig zu bekommen diesen Anerkennung, diesen Lob, diesen Bundesmedaille, Stadtmedaille, Anerkennung, Preis. Sie machen sich Mühe, um gut zu sein, aber es kommt nicht wirklich von einer inneren, tiefen Überzeugung. Die sind süchtig. Es lohnt sich. Es lohnt sich, gut zu sein für den Kavod, für die Ehre. Der hat gelernt einen ganzen Traktat in Talmud, weil er will berühmt sein als Talmid Chacham. Und es gibt noch eine siebte Liebe. Sie ist das Allerschlimmste von allen Lieben. Und das ist die Liebe zum Genuss, Vergnügen, Wellness, Verwöhnen, leckeres Essen, leckere Getränke. Also der Mensch will nur Spiegelei, nur Tropicana-Saft von Amerika, Orangensaft. Er will trinken nur Sprudelwasser von dieser Firma mit Zitrone drinnen. Also Feinschmecker. Und einer, der sucht nur Genuss und Essen, nur Leckereien von dieser Welt. Oder er sucht andere Genussen von dieser Welt. Männer, Frauen, Geschlechtsverkehr, Spazieren, Reisen. Und man braucht nicht da lang zu reden, sagt er. Weil wenn eine hat lieb Wein, Alkohol und er wird betrunken und er isst die ganze Zeit Leckereien, Süßigkeiten, schmackhafte Sachen, Luxus, nur Sachen, die schmecken zu dem Gaumen. Also er sucht nur Sachen, was schmecken, nicht die gesund. Und er geht immer zu dem Bet HaMishteh, das ist so, er geht in Kneipe, in Bar, er will nur richtigen Steak und richtigen Getränke und teure Sachen. So ein Mensch wird vergessen seine Schöpfer, so wie es steht geschrieben, Vochalto Vesovoto, du wirst essen und satt werden, wirst du vergessen der Schöpfer, dein Gott. So wie es steht geschrieben, der Löwe brüllt, wenn er hat volle Fleisch. Und ihr kennt, so wie es steht geschrieben, Vayishman Yeshurun Vayivat. Wenn einer hat Überfluss von Gutes, so wie es steht geschrieben, von einer, der gegangen zu so einer Luxusstadt, Pruge und Damaskus, und hat vergessen seine Torah. Also jeder weiß, dass wenn man geht zu so Urlaubsort, man vergisst ein bisschen die Torah, die Emunah, die Jiddischkeit. Am Anfang isst man nur Fisch und danach isst man nur das. Und es ist eine große Versuchung und es gibt einen Strand und es gibt das und jenes und jenes. Und irgendwann der Mensch vergisst seinen Gott. Sachen von Jiddischkeit, von Emunah, braucht man immer wieder erneuern. Sachen von dieser Welt ist kein Problem. Also, weltliche Sachen sind immer klar und nah beieinander. Jetzt, wenn einer will sich retten von diesen Minen, von dieser Liebe, braucht eine große Weisheit und große Stärke. Weil diese Liebe sind immer tief und berührender Mensch.
Und wenn hat er schon eine bearbeitet, kommt die andere. Geld, Frauen, Genuss, Ehre. Er ist immer beim Jagen nach seine Verlangen, nach seinem Bedarf. Deshalb sagt er, soll er vorsichtig sein und tüchtig sein, zu nutzen die ganze Liebe, um Hashem zu dienen. So wie es steht geschrieben, Bechol drochech oder Eyo, in alle deine Wege sollst du ihn kennen. Zum Beispiel, die Kinder soll er sie erziehen, zum Recht, Gerechtigkeit, Gott zu dienen, zu wissen, der Vater soll sagen, die Kinder die Wahrheit, so wie Avraham Avinu erzieht Yitzchak, Ishmael, Gastfreundschaft, Moral, Wohltätigkeit. Und so wie es steht geschrieben in 1. Buch Mosche, Kapitel 18, ich weiß, warum habe ich lieber Avraham Avinu, weil ich weiß, dass er befiehlt seine Kinder und seine Kindskinder zu gehen auf dem Weg von Hashem. Also Kinder sind nicht meine, um zu stolzieren, um zu sagen, ja, mein Kind ist Professor, Doktor, ist nicht schlecht, warum nicht? Aber es ist nicht die Krone. Die Krone ist, wenn die Kinder gehen auf dem guten Weg von Hashem und machen Teure und Mitzwes und bringen in die Welt Kinder, die gehen in den Weg von Torah, das ist unser Ziel. Jetzt. Wenn er ist noch dazu ein Doktor und Professor und hat Geld und gute Parnasse, lama lo, warum nicht? Aber die Frage ist, was ist die Hauptsache und was ist die Nebensache? Wer avata mamon und die Liebe zu Geld, soll er sein Geld lieben und mögen, damit soll er nicht die Geld von anderen Leuten klauen oder abhängig sein von Schnorr, von Bettler. Im Gegenteil, soll er andere Leute unterstützen, soll er Essen an Arme geben, soll er an andere Leute Kleider geben, soll er mit seinem Geld überweisen und schenken an Leute, die lernen Torah. Und wenn er hat genug Geld, kann er sitzen in aller Ruhe, in freiem Kopf und sitzen und lernen Torah und machen Mitzvot. Und er wird nicht stolz sein. Und er wird wissen, das Geld geht weg und der Olam Abba, die kommende Welt, das ist die Hauptsache. Und damit wird er investieren alles in diese Welt und nicht nur sparen wie ein Mäusetresor für die kommende Welt. Und genauso die Liebe zu der Frau, soll er wissen, die Frau befreit ihn vom Sünde. Er kann mit ihr machen, die Mitzwa vermehr euch und sei fruchtbar. Und sie erzieht die Kinder und sie wird ihm helfen beim Essen, beim Sachen von zu Hause, Kleider, Bügeln. Und sie wird überzeugt sein, dass er wird sein frei zu lernen Torah und machen Mitzvot. Jetzt pass mal auf, was ich euch sage. Ich weiß, es ist nicht politically korrekt heute, aber es tut mir leid. Ich bin da nur, um zu sagen, der Weg von Torah und nicht euch umgefallen lassen. Und ich sage die Wörter von der Eures Tzadikim. Ein Mann soll helfen zu Hause beim Allem. Bett, Wäsche, Bügel, Einkaufen, alles soll er helfen. Geschirr putzen, kochen, alles. Nur wenn es kommt nicht auf dem Kosten von Torah und Mitzvot. Eine kluge Frau, eine jüdische Frau, soll wissen, wenn ihr Mann geht lernen und nutzt seine Zeit intensiv, soll sie ihn befreien von dem Matalot, von den Pflichten von zu Hause. Ich kenne eine Ehepaar in Deutschland, sehr nette Ehepaar. Die haben es nicht leicht, so wie alle Ehepaare. Aber die Frau hat mich einmal sehr beeindruckt. Sie hat gesagt, weißt du, Schlomo, ich bin bereit, alles zu tun für meinen Mann, wenn er geht lernen Torah, wenn er nutzt seine Zeit kostbar. Aber wenn ich arbeite und er spielt auf dem Internet, macht mir keinen Spaß. Dann soll er mithelfen. Das ist die Idee. Deshalb sagt er hier, sie soll ihm helfen und arbeiten und ihm helfen, die Sachen zu tun, soll er sich befreit sein, Hashem zu dienen. Und genauso die Liebe zu seinem Vater und Mutter, danken, dass sie haben ihm großgezogen und Mühe gegeben, ihm zu bringen, den Weg von Hashem und ihm erzogen zum Torah und Mitzvot. Und das wird er machen. Und so wird er machen, die Mitzvah ihrer, deine Vater und seine Mutter. Und so wird er auch seine Geschwister und alle danken und lieben.
und er wird sie nicht schmeicheln und er wird sie kritisieren. Und ein Mensch hat sehr viel Gutes mit seinen Verwandten und Mitsprachen. Mipsarcha Lot it alam, von deinem Mitsprachen sollst du nicht ignorieren, so wie Abraham hat gekämpft für Lot. Und das ist eine gute Sache. Jetzt sagt er, schöne Sachen, gefällt mir ohne Ende. Lieben dem Nächsten wie dich selbst, wer dir Gutes tun. Wenn einer liebt, jetzt beginnt er mit dem Nutzen. Es gibt einen großen Nutzen und eine große Qualität zum Lieben anderer Menschen. Es gibt ein Ergebnis und ein Resultat und eine Zinsen in dieser Welt und in der kommenden Welt. Wenn ein Mensch benimmt sich mit Liebe, mit Ahava zu jedem Mensch, alle werden ihm helfen, wenn er fällt. Es wird sein viele Helfer und viele Unterstützer. Und wenn jemand wird gegen dich streiten, deine Freunde, deine Chaverim, deine Freunde werden schweigen lassen, diejenigen, die reden gegen dir, Lashon Hara, und dir dich beleidigen. Und wenn er hat ein Problem, alle seine Freunde werden traurig sein, sie werden ihm geben eine Hand. Und wenn er kommt, Gott behüte, Gott bewahre, zum Engschaft und zum Armut, sie werden ihm helfen, sie werden ihm schenken, sie werden ihm geben. Die zweite Sache, was ein Mensch hat, wenn er liebt jeden, wenn Menschen haben ihm lieb, seine Wörter haben einen Wert. Und er kann andere Leute verbessern, kritisieren. Mit Liebe sollen sie sich verbessern und mit der Liebe wird er sein mit allen. Und so wird er dienen. Olam Haba bedeutet nicht nur kommende Welt, sondern die höhere Stufe von der Qualität und dem Tachles von dieser Welt. Gut. Wie soll ein Mensch kommen zu dem Weg zu lieben jeden Mensch? Ich werde dir jetzt sagen, was ist der Licht, damit du klug wirst zu wissen, du sollst helfen mit deiner Seele, mit deinem Mental, mit deiner Psyche, mit deiner Sechel, mit deinem Geld, wie viel du kannst. Arme, Reiche, mit Geld zu unterstützen, zu schenken, von Zeit zu Zeit geben, Matanot, Geschenke, nachgeben. Wenn er macht Geschäften, soll er nicht sein pinkelig und punkelig und radikal auf einen Cent. Soll er immer versuchen, soll der andere soll von ihm genießen, soll er ihm geben, was zu trinken. Und soll er nicht versuchen, bei dem anderen die ganze Zeit auszunutzen und zu schnorren. Reden mit den Menschen, benachas, eingenehm. Wenn einer hat ihn beleidigt, schweigen. Einer hat dir einen Fehler gemacht, mache nicht Fehler. Soll er dem Joch von der Welt nehmen und nicht dem anderen schwer machen, nicht streiten mit Menschen. Empfangen jeden Mensch mit Freude, mit freundlicher Miene. Weil freundliche Miene wird verstärken die Liebe. Wenn ein Mensch dir ein Geheimnis erzählt, Yad Lape, Grab. Nicht reden über Menschen schlecht. Nicht hören, wenn man redet über Menschen schlecht. Versuchen über das Menschen gutes Urteil reden. Und da wird er sein beliebt. Ehren jeden Mensch in seine Wörter, in seine Taten und nicht hochmutig und arrogant zu sein über Menschen. Nicht nur das. Vorsichtig sein von schlechten Menschen. Entfernen von Spotters, von Witzlers. Such nur Gesellschaft von Weisen, von Klugen. Sollst weiter lernen. Wenn du bist mit Chachamim, mit Weisen, wirst du kluger werden. Und du kannst dich ehren. Und wenn du willst mit jemandem befreundet sein, wenn er sagt dir die Wahrheit, wenn er ist sauer, ist ein guter Freund. Aber wenn einer dir die ganze Zeit nur schmeichelt, du sollst auch ihn wegjagen. Such nur Menschen, die mit dir ehrlich sind, offen und ein Geben und Nehmen klar. Und nicht befreundet mit Reshaim. Und wenn ein Mensch ist mit sich in Disziplin und mit den anderen Leuten lieb. Man beleidigt mich, schweigen, nicht beleidigen zurück. Hat man mir nicht geehrt, ich ehre trotzdem. Such nicht die ganze Zeit zu sitzen mit Leuten in alle Kneipen. Soll er sitzen und lernen Torah, Tzitzit, Tfilin, machen mehr als der es muss. Dann, wenn die Leute sagen, ach wie schön sind deine Kinder.
oder wie schön sind deine Eltern oder wie schön sind deine Großeltern. Das heißt, Mekadesh Shem Shamayim mit Paerbo, der ehrt Namen Gottes und stolziert damit. So wie steht geschrieben in Jesaja 49, Israel asher becha et paar. Also, ich kann auf dir stolzieren und mutig sein. Jetzt, letzten Sonntag, habe ich gesehen eine Ehepaar. Sie haben ein gutes Kind. Und ich habe denen gesagt, euer Kind, Daniel, ist so gut, habe ich ihn gesehen in der Gemeinde. Er ist so lieb, so edel, so zuvorkommen, so freundlich, so beliebt. Die Eltern waren wirklich genauso Hashem. Wenn er hört, dass man redet gut über seine Kinder, ist er auch stolziert. Gut, wir werden hier stoppen. Das ist das erste Teil. Also wir sehen im Groß und Ganz, dass es gibt verschiedene Liebe. Und wenn Liebe ist gut, das ist das Allerbeste. Und wenn das Liebe ist schlecht, es ist das Allerschlimmste. Und wenn ein Mensch sich anstrengt, gut zu sein, sich nicht im Mittelpunkt zu machen, sondern die Sache, die Idee, Hashem, Torah und Mitzvot, dann mit Gottes Hilfe und wenn er bereit zu verzeihen und achtet auf die Ehre und den Respekt von anderen Leuten, geht mit ihrem Geld, so wie er geht mit seinem. Also wenn du nimmst von jemandem Auto, sogar von einem Mietwagen, du kannst nicht fahren wie ein Schugener. Sein Auto von einer Firma, fahr so wie du fährst mit deinem. Wenn du fährst mit deinem Azoi, sagen wir, du fährst 140, fahr nicht jetzt mit dem Mietenwagen 200, fahr genauso wie du fährst mit deinem. Warum? Du sollst krachen und kaputt machen Vermögen von jemand anders. Und genauso wie du willst und du magst und du freust dich, dass man redet über dir gut, rede auch über den anderen gut. So wie es steht geschrieben, ve'ahavta le'reacha kamocha. Liebe dem Nächsten, so wie du liebst dich selbst. Du hast doch lieb, dass man redet über dich gut. Stimmt? Rede auch über den anderen gut. Warum suchst du bei dem anderen das Gutes zu reduzieren und das Kritik zu erheben? Weil du siehst deinen eigenen Spiegel. Aber wenn ein Mensch beginnt zu lernen, dann arbeitet er auf sich selbst und dann ist er lieb, beliebt und Hashem liebt ihn. Und das ist das Allerwichtigste. Shkoyach.